Ich habe meine Fujifilm relativ günstig zu einer Cam umgewandelt, die aussieht wie eine Leica Q2. Was mich das Ganze gekostet hat, welche Kamera ich benutzt habe und wie ich das überhaupt umgesetzt habe, erfahrt ihr in diesem Video. Hey, was geht? Ich bin Lorenz. Auf dem Kanal erfährst du alles rund um Fujifilm, Color Grading, Videografie und Fotografie. Ich hoffe, ich kann dir irgendwie ein paar Tipps geben. Viel Spaß mit dem Video. Wie kam ich überhaupt darauf, meine Fujifilm irgendwie so in eine Leica zu verwandeln? Es ist natürlich keine Leica, offensichtlich, aber sie sieht irgendwie so aus. Es liegt einfach daran, dass ich den Look und das Design von Leica unnormal liebe. Ich weiß nicht warum, ich weiß nicht, was Leica irgendwie so besonders für mich macht, aber Leica gibt mir irgendwie so ein richtig hochwertiges Gefühl, wenn ich eine sehe und in der Hand habe. Und genau das gleiche wollte ich auch an meiner Fujifilm haben. Es geht hierbei um meine Fujifilm X-E4. Damals beim Kauf wollte ich schon unbedingt eine schwarze Version kaufen, aber die war immer irgendwie 200 Euro teurer und das war es mir irgendwie nicht wert zu investieren. Schlussendlich habe ich eine silberne X-E4 gekauft und war trotzdem super happy damit. Und dann habe ich endlich die Lösung gefunden, wie ich sie schwarz bekomme. Ich dachte erst irgendwie, ja, vielleicht kann man die lackieren und so. Das habe ich früher schon mal bei einer X-Pro1 gemacht. Ist komplett in die Hose gegangen. Die ganze Kamera war danach kaputt. Das kann ich euch wirklich nicht empfehlen. Ich habe schon immer so von diesen Skins gehört, die man auf die Objektive oder eine Kamera kleben kann. Also habe ich mich auf die Suche begeben nach einem guten Skin, den ich für meine Fujifilm holen kann, der komplett schwarz ist. Es gibt da so ein paar Angebote, die Marken nenne ich jetzt lieber mal nicht, aber ich finde, die sind wirklich viel zu teuer. Die sind irgendwie alle bei 50 Euro oder so. Also mein guter alter Freund AliExpress ist ins Spiel gekommen und hat mir tatsächlich Angebote ausgespuckt, die für mich passen vom Preis. Ich habe das hier auch neben mir. Ich habe für die schwarze komplette Abdeckungsskin für die X-E4 21,20 Euro bezahlt. Das hat mir aber noch nicht gereicht. Ich wollte unbedingt diesen Leica Q2 Look haben und vorne diese Sonnenblende oben drauf haben. Und ich dachte, die kriegt man nicht. Die sind bestimmt unnormal teuer. Dann aber wieder auf AliExpress und natürlich habe ich was gefunden. Das Ganze hat mich dann 38,54 Euro gekostet, was wirklich unschlagbar ist, der Preis. Auch wie diese Lenshood verarbeitet ist, ist wirklich sehr, sehr gut. Es ist komplett Magnesium hier dran, es hält wunderbar. Es gibt sowohl für das 27mm von Fujifilm, als auch für das, was ich drauf habe von, ich glaube, Seven Artisan oder TT Artisan, ich weiß nicht ganz genau. Auf jeden Fall für beide Objektive und es sieht wirklich fantastisch aus, finde ich. Den Skin habe ich dann irgendwie in mühevoller Arbeit da über eine Stunde dran geklebt. Das ist echt ein bisschen Fummelarbeit, aber ihr kriegt es hin. Ein paar Stellen sind nicht abgeklebt, man kriegt die nicht zu 100% abgeklebt, dachte ich auch vorher, geht aber leider nicht, ist auch ganz klar, da gibt es einfach ein paar Stellen, da geht das nicht, da guckt dann immer noch das Silber dann so ein bisschen raus, aber ich finde es jetzt nicht ganz so schlimm. Schlussendlich hat mich also die komplette Umwandlung in eine Leica 60 Euro ungefähr gekostet und das ist wirklich ein sehr, sehr guter Preis, finde ich. Wenn ich überlege, dass die schwarze Version 200 Euro mehr kostet als die silberne Version, dann investiere ich doch lieber diese 60 Euro und habe nach vorne diese Lenshood, die die Kamera nochmal ein bisschen aufwertet. Und vor allem das Coolste daran ist, dieser Skin schützt die Kamera einfach nochmal richtig, richtig gut. Da kommen halt einfach weniger Kratzer rein und die Kamera lebt einfach länger und man kann sie irgendwann auch mal wieder für einen guten Zustand verkaufen. Ich hoffe, dass du deine Kamera nicht umlackierst manuell, sondern dir einfach einen Skin holst und deine Kamera noch ein bisschen leben lässt. Ich hoffe, ich habe irgendwie weitergeholfen. Falls ihr irgendwelche Fragen habt, gern unten in den Kommentaren. Ich packe auch alle Links zu den AliExpress-Produkten in die Beschreibung, wenn ich die noch finde. Ich weiß es nicht. Aber es gibt wirklich ganz, ganz viele Angebote. Guckt einfach, dass es ein vertrauenswürdiger Händler ist, der schon ein paar Bewertungen hat und dann sollte das auch klappen. Ich danke dir fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video. Euer Lorenz. Peace. Zu dem Ding muss ich auch safe nochmal ein Video drehen. Wow.